Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt zu der außergewöhnlichen Pressekonferenz hier mit unserem Starspieler Tobias Kempe. Gerade bei den außergewöhnlichen Situationen oder in der außergewöhnlichen Zeit, hier Corona-Zeit, ist es ja dann noch schön, euch alle zu sehen. Und ich hoffe, dass wir euch jetzt auch bald wieder in live sehen. Aber bis dahin haben wir uns gedacht, wir machen hier eine Pressekonferenz und es wird auch öfters jetzt stattfinden. Und zu Beginn haben wir gleich einen Schmankerl sozusagen, mit Tobias Kempe. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Ganz kurz zu den Fragen. Also ihr könnt hier links, wie ihr seht, oder beziehungsweise bei euch, weiß nicht, wie ihr das machen wollt, aber links unten in dem Feld könnt ihr auf diesen Chat-Button klicken. Bei manchen ist es auch unten. Da könnt ihr eure Fragen eintippen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, schreibt eure Fragen rein. Der Tobi begrüßt euch dann in der Zeit und ich lese dann die Fragen vor und dann schauen wir mal, wie weit wir da hinkommen. Ganz kurz nochmal das zweite Organisatorische. Wir werden das nochmal auch aufnehmen und bei YouTube hochladen. Das heißt, dass ihr dann auch nochmal einen Tobi in voller Pracht und auch nochmal groß sehen könnt und dass ihr jetzt da keine Sorgen haben müsst, dass ihr jetzt irgendwas verpasst oder vielleicht eine Frage nicht verpasst, dann könnt ihr das nochmal in dem Link, den ich euch dann zuschicke, nochmal angucken. Also dann übergebe ich jetzt erstmal das Wort an Tobi und ich lese dann die Fragen vor. Okay. Hallo zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Hi. Ich gucke mir gleich die Fragen mal in Ruhe an und dann würde ich die mal beantworten. Soll ich schon mal anfangen? Ich würde ja, ne? Sie auch ganz so vorstellen. Ja, ich bin der Tobi, ne? Ja. Tobi Kempe. Bin 32 Jahre alt. Nein, hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Tag. Und ja, ihr habt schon ein paar Fragen reingeschrieben. Ich würde die gleich mal. Ja, kannst du von oben starten am besten, oder? Jetzt kommen die nach und nach rein. Fangen wir von oben an. Ich fange mal an, eure Fragen zu beantworten. Seit wann spielst du bei den Lilien? Ich bin ja wieder seit 2017 hier. Ich war ja ein Jahr in Nürnberg gewesen. Und jetzt wieder seit 4 Jahren bin ich wieder bei den Lilien. Auf welcher Schule warst du? Ja, ich war auf mehreren Schulen. da, wo ich geboren bin, und das war in Förde gewesen, da bin ich aufgewachsen, in Nordrhein-Westfalen, war ich auf einer Realschule gewesen und dann bin ich 2006 bin ich nach Bremen gewechselt, 16, wie komme ich auf 16? 2006 bin ich nach Bremen gewechselt und bin da dort zur Schule gegangen und ja, also waren schon ein paar Schulen dann, ne? Genau. Warum bist du so gut in Standardsituationen? Ja, ich habe sie viel trainiert früher. Ja, es läuft einfach ganz gut. Weiß, wie die Jungs laufen in der Mitte, wie sie positioniert sind. Und ja, das ist aber auch irgendwo angeboren, weiß ich nicht. Also ich übe es zwar schon, aber ja, es läuft einfach ganz gut mit den Jungs zusammen. Ganz kurz. Kurz eingrätschen und zwar, ja, was der Tobi gesagt hat, angeboren stimmt definitiv, weil ich habe es auch trainiert und bei mir ist nichts rübergekommen. Also ich war nicht gut oder war nie gut in Standardsituationen schießen. Von daher muss man da schon das gewisse Etwas dafür haben und das Tobi definitiv hat. Ganz kurz. Danke, Sandro. Ja. Hast du toll gesagt. Ja. Schön zu hören. Ich mache mal weiter. Wie oft trainierst du in der Woche? Ja, wir trainieren eigentlich jeden Tag nach dem Spiel, aber dann halt eine Einheit, wo wir regenerieren und ein bisschen ja, auslaufen oder uns vom Spiel erholen. Und dann haben wir eigentlich einen Tag frei. Also einen Tag frei in der Woche haben wir schon. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen erholen und da haben wir ja auch ein bisschen mehr Zeit für unsere Familien. Das ist auch mal schön. Wie wurdest du entdeckt von Darmstadt jetzt speziell
Oder was meinst du damit? Also die Frage, ja, müsstest du vielleicht nochmal neu stellen. Ich bin 32, wie alt bist du? Genau. Wen findest du den besten Spieler bei den Lilien? Wir haben, also aktuell haben wir ja echt eine gute Mannschaft und alle Spieler sind auf ihren Positionen ja auch individuell und ja, ich finde die alle gut, ne? Also sonst würden sie nicht bei den Lilien spielen. Genau. Wo bin ich jetzt gewesen? Oben, ne? Ja. Warum schießt du so viele Tore? Ja, aktuell, ich habe 2 Tore bis jetzt. Die Saison ist aktuell nicht so viel, aber ich bin auch auf einer anderen Position aktuell. Ich spiele auch für Doppel-6 jetzt. Da ist es eher meine Aufgabe jetzt, Tore zu verhindern. Ja, ist auch nochmal ein neuer Schritt in meiner Karriere, aber macht aktuell sehr viel Spaß. Mein Lieblingsessen? Ich habe mehrere Sachen. Also ich esse ganz gerne ein schönes, saftiges Rumpsteak oder auch mal ein Filet. Ja, und so, das ist schon ab und zu mal drin, da habe ich schon Bock drauf. Ja, schon, aber natürlich noch gutes Fleisch, ne? Müsst ihr darauf achten. Ganz wichtig. Wieso bist du so gut? Ich gebe einfach mein Bestes und versuche in meinem Training auch, mich immer noch in meinem Alter auch weiterzuentwickeln und hart zu trainieren, damit ich auch fit bleibe und weiter auch performen kann, ne, auf dem Platz am Wochenende. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Wie hast du dich gefühlt, als du die Lilien in die erste Bundesliga geschossen hast? Ja, ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, weil die ganze Saison, die war schon sehr emotional. Und das war, glaube ich, auch das letzte Spiel gegen St. Pauli. Und die Fans waren auch alle euphorisiert und haben uns unterstützt, das ganze Spiel. Und dann irgendwann durch den Freistoß war schon sehr emotional, war sehr schön auf jeden Fall. Und kann man gerne zurückdenken an die Zeit. Da haben wir echt eine gute Zeit gehabt damals. Mit dem Sandro, der war ja auch noch dabei, kann das auch noch bestätigen. Und war eine coole Zeit, würde ich sagen. Warst du schon mal schwer verletzt? Ja, ich hatte, da war ich aber noch in Bremen gewesen, hatte ich mal ein bisschen mit dem Meniskus zu tun am rechten Knie und danach noch eine Entzündung im Kniegelenk gehabt. Das war nicht so eine schöne Sache, war ich auch noch sehr jung gewesen, also 18, 19. Ja, war schon eine schwerere Verletzung, aber seitdem zum Glück, toi toi toi, bin ich verschont gewesen davon und ja, hoffe, das bleibt auch so. Warst du schon mal Kapitän? In der Saison tatsächlich noch nicht, aber ja, war ich schon. Wie fühlst du dich vor jedem Spiel? Sehr gut, also Wochenende ist ja auch immer, oder Spieltag ist ja auch immer der Höhepunkt der Woche. Und da bin ich schon sehr, sehr natürlich auch angespannt. Aber auch, ich freue mich natürlich auf jedes Spiel und vor allen Dingen hier zu Hause. Wenn ihr dabei seid, wenn ihr im Stadion seid, ist es natürlich nochmal eine mega Atmosphäre. Und da als Fußballer dann auf dem Platz zu stehen, macht schon einen Riesenspaß. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Fußball zu spielen? Ja, als so, weiß ich nicht, mit 6 in der Schule schon. Na, wo wir in die Schule gekommen sind, da haben wir ja schon auch immer auf dem Bolzplatz gespielt und aber professionell. Ja, war ich mit 17 war ich bei den Profis. Und ja, so, ne? Unser Vater hat uns das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja, konnten wir nichts anderes machen, sage ich mal so. Wie sieht es bei euch aus in der Kabine? Ja, sehr chaotisch, würde ich sagen gerade. Nein, jeder hat seinen Platz sehr ordentlich. Hinterlässt ihn auch immer ordentlich, ja. Was hättest du gemacht, wenn es kein Fußball gäbe? Boah, das ist eine gute Frage. Hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht. Nein, also
Ja, ich kann mir also mein Leben nicht ohne Fußball vorstellen oder ich könnte es mir nicht vorstellen. Und bin froh, dass es den Fußball gibt und ihr, glaube ich, auch, oder? Also schon ein schöner Sport. Man ist immer mit anderen Freunden zusammen. Man kann viel miteinander draußen sein, an der frischen Luft und ja, dreckig nach Hause kommen und den Eltern die dreckigen Sachen zum Waschen geben. Das ist das Schönste sowieso am Abend. Freuen sich die Eltern immer ganz besonders, glaube ich, ne? Von Tom und Max. Von welchem Verein außer den Lilien bist du Fan oder als Kind Fan gewesen? Ja, ich liebe zum Beispiel Barcelona. Also Barcelona ist für mich eigentlich ja, mein absoluter Favorite. Also es ist mein Lieblingsverein. Und ich leide da auch gerade mit, wo es gerade nicht so gut um den Verein aussieht. Aber ja, die werden schon wieder in die richtige Richtung kommen. Aber für mich ist es schon ein toller Verein. Wolltest du schon immer Fußball spielen? Wenn ja, auch Erfolg in der zweiten Liga? Ich wollte schon immer Fußball spielen, ja. Ich wollte schon als kleiner Junge immer Fußball spielen. Ich glaube, da spreche ich für alle, die gerade zuschauen, ne? dass es die zweite Liga geworden ist. Natürlich ist die Liga super. Naja, auch aktuell in der Saison gerade ist es eine richtig, richtig coole Liga. Macht richtig viel Spaß gegen viele gute Vereine. Ich weiß nicht, seid ihr alle Lilien-Fans oder gibt es da auch noch einen anderen Verein, den ihr habt, wo ihr sagt, da fiebert ihr mit? Könnt ihr auch noch mal unten reinschreiben gleich. Ich mache mal weiter. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe zwei kleine Hunde. Genau, viel Arbeit. Leni, hallo Leni. Wenn ich groß bin, kann ich dann mal mit dir bei den Lilien spielen? Ja, gerne. Wir können gerne mal zusammen den Ball hin und her spielen. Kannst ja mal mit deinen Eltern kommen zum Training oder auch mal. Dann können wir gerne mal zusammen Fußball spielen nach dem Training. Wie viele Fußballschuhe hast du? Aktuell, man hat ja auch, sag ich mal, Schuhe fürs Training und fürs Spiel. Aktuell habe ich ungefähr, weiß nicht, 2 fürs Training und 2 fürs Spiel ungefähr. Ja. Könntest du dir vorstellen, noch ein paar Jahre in Darmstadt zu spielen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ja noch bis 23 auch Vertrag hier und dann bin ich 34. Und wenn ich bis dahin topfit bin weiter, spricht nichts dagegen. Ja, auf jeden Fall. Wie schießt du deine Freistöße? Mit viel Effet. ja, ist schwer zu sagen. Also, ich glaube, ihr habt alle schon mal einen Freischuss von mir gesehen und ihr könnt euch das selber mal beurteilen, wie ihr den findet. Also ich kann das schwer sagen, das müsst ihr beurteilen. Warst du schon mal bei einem anderen Verein außer Darmstadt? Ja, klar. Ich hatte schon ein paar Vereine. Auf jeden Fall. Aber ich fühle mich hier am wohlsten. Wie kannst du so gute Freistöße schießen? Ja, wie gesagt, immer Training. Und einfach dran glauben, dass der Ball gut kommt und die Jungs in der Mitte den Kopf hinhalten und der Ball reingeht. Dann hast du alles richtig gemacht. Was esst ihr vor dem Spiel? Nudeln. Also man braucht viele Kohlenhydrate vor dem Spiel, damit man auch die Power hat, 90 Minuten zu spielen und Gas zu geben. Warum bist du kein Abwehrspieler oder Stürmer? Ab wann hattest du eine feste Position? Also ich glaube, man ist als Mittelfeldspieler sowohl vorne auch als hinten sehr wichtig, auch natürlich seine Offensivqualitäten und seine Defensivqualitäten zu haben. Eine feste Position hatte ich generell eigentlich noch gar nicht in meiner Karriere. Also jetzt die letzten Spiele habe ich ja viel auf der 6 gespielt. Ist so eigentlich das erste Mal, wo ich so ein bisschen Routine auch in meiner Position habe und ich fühle mich sehr wohl da.
Oscar und Hugo, hi Jungs, grüß euch. Überlegst du zu wechseln? Ja, nach Barcelona eventuell schon. Da würde ich auf jeden Fall überlegen. Aber nein, aktuell nicht. Hab ja noch Vertrag und ich bin sehr glücklich hier. Von Tom und Max, hallo. Hast du ein Ritual vor oder bei einem Spiel? Bevor ich auf den Platz komme, küsse ich halt meine Tattoos, wo meine Tochter, meine Frau und meine Familie verewigt ist. Und ja, das ist mein Ritual, bevor ich auf den Platz gehe. Hi Tobi, welche Tipps kannst du mir als ambitionierter E-Jugendkicker geben, um mal richtig gut zu werden? Ja, also du bist im Alter gerade, ne, du machst es gerade noch aus Spaß. Ich weiß, so mit deinen Jungs kicken und ja, viel Training. Ihr macht ja heutzutage auch schon, mein kleiner Halbbruder, der ist ja auch in der C-Jugend und die haben ja auch schon richtig viel Training. Sie müssen mit Uhr laufen gehen und das hatten wir alles früher gar nicht. Ich glaube, ihr trainiert heutzutage schon mehr als wir früher. Und naja, wenn du Talent hast, musst du an deinem Talent trotzdem weiter arbeiten. Dich nicht drauf ausruhen, sondern immer noch härter trainieren, weil dein Talent kann dir auch irgendwann zum Verhängnis werden und sagen alle, ja, ist ein Riesentalent, aber der ist faul im Training oder ist im Spiel faul. Also ist es wichtig auch im Training Vollgas zu geben und dich nicht auf dein Talent auszuruhen, weil es gibt viele, viele, viele Jungs oder viele gute Spieler und ja, immer dran glauben, immer danach leben und Vollgas geben und keine Scheiße bauen. Entschuldigung für das Wort. So, wo bin ich jetzt? Kannst du mir irgendwann mal beibringen? Was soll ich dir denn irgendwann mal beibringen? Musst du mir nochmal unten reinschreiben? Mit wem bist du am häufigsten in einem Zimmer, wenn ihr ein Auswärtsspiel habt? Ja, ich bemühe mich schon immer, dass ich ein Einzelzimmer bekomme, endlich mal, weil ich schon im gewissen Alter bin. Aber ich bin aktuell mit Tim Skarke auf dem Zimmer. Ist auch ein sehr guter Zimmerpartner, von daher ist es nicht allzu schlimm. Wer ist dein bester Freund in der Mannschaft? Ich verstehe mich mit allen Jungs super. Ich würde da jetzt gar keinen speziell rausnehmen, weil ich mich mit allen sehr gut verstehe und auch viel mit den Jungs zusammen mache, neben dem Platz. Von daher sind alles gute Jungs, würde ich jetzt keinen speziellen irgendwie rausnehmen. Warum wolltest du Fußballer werden? Ja, weil ich glaube, da spreche ich für alle, die mir auch gerade zuschauen, auch von euch Jungs, weil es ein geiler Sport ist, weil man viel mit anderen, ja, habe ich vorhin schon gesagt, weil man mit seinen Jungs draußen ist, weil man mit seinen Jungs auf dem Platz ist. Es ist immer lustig, auch in der Kabine und ja, macht schon richtig viel Spaß. Von Tom und Max. Hi, grüßt euch. Wenn die Fans im Stadion Lärm machen, wie ist das für dich? Super. Also umso lauter, umso besser. Ne? Also am besten 90 Minuten durchschreien, Fangesänge 90 Minuten lang. Das pusht uns extrem auf den Platz. Gibt ein gutes Gefühl. Und genau, das macht schon richtig Spaß, auch vor einem vollen Stadion zu spielen. Wer war dein bester Trainer? Oh, das ist eine gefährliche Frage. Das ist eine richtig gefährliche Frage. Ich hatte viele Trainer und ich glaube, ich habe mir von vielen Trainern oder von jedem Trainer konnte ich mir was mitnehmen. Das ist so das Wichtigste für mich, ja, dass man sich immer auch weiterentwickelt bei den Trainern. Und ich hatte viele, viele gute Trainer. Aber der Thorsten ist aktuell auch nicht so schlecht. Also von dem lerne ich auch noch ein bisschen was. Auch in meinem Alter noch. Nein. Ist ein super Trainer, unser Trainer aktuell. Wer ist der schnellste Spieler im Team und ist dieser schneller als Heller? Keiner ist schneller als Heller. Keiner. Nein, Honsi ist ein schneller Spieler, Tim ist ein schneller Spieler, Braden. Wir haben viele gute Außenspieler mit Benny, Eric. Das sind alles, ja, die haben auch schon alle eine gute Geschwindigkeit. Auch unsere Außenverteidiger sind schnell und ja.
Die Frage noch. Glaubst du, dass die Lilien am Saisonende aufsteigen? Ist noch ein langer Weg, ist noch ein ganz langer Weg. Wir stehen aktuell ganz gut da und haben schon viele Punkte gesammelt. Aber ich glaube, da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Also das ist noch ein bisschen früh, Jungs. Was ist dein Lieblingslied? Oh Lilien. ich habe kein spezielles. Also ich finde es halt immer jetzt wirklich, also ohne Quatsch, wenn wir einlaufen ins Stadion und das Lied kommt, ist schon Gänsehaut. Macht schon Spaß. Wie wurdest du entdeckt als Jugendspieler? Es gibt ja immer noch Scouts, es gibt ja immer noch Talentsichter oder es gibt immer noch Turniere, wo man gesichtet werden kann von anderen Trainern, von anderen Managern und so weiter und so fort. Und so war das bei mir früher auch, dass mich dann auch ein Trainer oder ja, ein Scout beobachtet hat. Ich glaube, damals hat es angefangen mit Gladbach. Dann war es Werder Bremen, das war auf einem Auswahlturnier in Duisburg-Wedau. Da hatten wir ein Turnier. Und damals war es Mirko Votava, der mich gesichtet hat und nach Werder Bremen gelockt hat. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja. Ich weiß, es gibt viele schöne Filme, die ich toll finde. Die jetzt noch nicht für euer Alter bestimmt sind. Also The Wolf of Wall Street, das ist schon echt ein cooler Film. Aber ich glaube, eure Eltern kennen den, aber ist noch nichts für euch. Aber es ist mein Lieblingsfilm, ist ehrlich. Was machst du nach deiner Karriere? Ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich bin ja noch im guten Alter, wo ich hoffentlich noch lange spielen werde, aber ich habe so meine Gedanken. Von Tom und Max, was war das Motivierendste, was mal ein Trainer zu dir gesagt hat? Boah. Es gab viele Situationen, wo mich Trainer auch motivieren wollten, weil sie auch gesehen haben, was in mir steckt. Und dass ich echt viel aus mir rausholen könnte und da dranbleiben sollte und immer Gas geben soll für das, was ich tue. Und da waren schon ein paar Momente, die waren schon echt schön. Aber ich habe jetzt keinen speziellen speziellen Moment. Waren schon ein paar dabei. Bin ja, wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar Trainer. Und von daher gibt es da jetzt keinen speziellen. Spielen deine Kinder schon Fußball? Ich habe ja eine kleine Tochter, die ist 5 Jahre und wir spielen ab und zu, klar, spielen wir ein bisschen im Garten. Aber sie begeistert sich aktuell für andere Sachen. Wie alt ist dein Kind? Genau, habe ich gerade schon gesagt. Wie feierst du Weihnachten mit der Familie? Natürlich, wir auch. Wieso bist du damals zu den Lilien gegangen? Weil mich der Verein natürlich auch begeistert hat. Und ich damals, glaube ich, war beim Dirk Schuster. Der hat mich dann nach Darmstadt gelockt und ja, bin froh, dass er es getan hat. Warst du gut in der Schule? Ich war fleißig vor allen Dingen. Ich war immer fleißig und bin natürlich auch immer zur Schule gegangen. Und ob ich gut war, ja, gab so und so Fächer, die ich gut fand und die anderen fand ich halt weniger gut, ne? Also das Übliche. Aber ich war immer da und habe meine Hausaufgaben immer gemacht. Hast du ein Ritual vor dem Spiel? Hatte ich schon vorhin mal gesagt, mit meinen Tattoos küssen vor dem Spiel. Und das Stadion, Lieblingslied, ja, O Lilien, ne? Genau. Ich hoffe, ich habe eure Fragen jetzt gut beantworten können. Soll ich noch ein paar machen jetzt? Hatte ich die noch nicht? Genau, ich lese. Ja, genau, da sind auch, glaube ich, ein paar Fragen. Die mache ich jetzt noch ganz kurz. War ich da? Ja. Wo ist dein Lieblingsplatz in Darmstadt?
Ja, also genau. auf dem Platz im Stadion. Nein, neben Platz, bin ich gerne im Schiras beim Nima. Da halte ich mich auch gerne auf. Und ja, zu Hause bin ich auch ganz gerne. Warum schießt du die Ecken immer halb hoch? Taktik. Taktik, nein. Ich versuche sie natürlich schon so zu bringen, dass die Jungs sie auch gut verwerten können. Manchmal halb hoch, manchmal flach, manchmal ein bisschen höher. Ist einstudiert übrigens. Hast du eine Lieblingsmannschaft, gegen die du gerne spielst? Nein, eigentlich nicht. Also aktuell haben wir ja auch viele, viele gute Mannschaften in der Liga. Von daher macht es eigentlich Spaß, gerade aktuell gegen jede Mannschaft zu spielen. Wo ist deine Heimat? Ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, in Wesel, um das ganz genau zu sagen. Genau, daher komme ich und bin da auch aufgewachsen. Und mit 16 bin ich dann nach Bremen gezogen, ins Internat. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen größeren Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, und einen Halbbruder, der ist 16. Genau. Wer war als Kind dein Lieblingsspieler? Ganz klar Zinedine Zidane. Also der ist für mich auch eine prägende Figur und für mich eine Riesenlegende. Und das ist mein Lieblingsspieler gewesen. Ja, so, warte ganz kurz. Jetzt bin ich nochmal dran. Also erstmal hallo, falls ihr mich noch nicht gesehen habt. Danke erstmal, Tobi. Ich glaube, ich habe schon vom Zuhören einen trockenen Mund. Also hat jetzt sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und vielen, vielen Dank erstmal für die vielen Fragen, für die tollen Fragen. Ich glaube, Tobi hat es super gemacht. Er hat alle Fragen, die er jetzt in der Zeit oder die er gelesen hat, beantworten können. Wir werden voneinander noch hören vor Weihnachten hoffentlich. Falls nicht, wünsche ich euch und euren Familien ein schönes Fest, schöne Feiertage und kommt alle gut und sicher ins neue Jahr. Falls wir uns dann vorher nochmal sehen, sage ich es dann nochmal. Und jetzt nochmal kurz den Tobi schnell Tschüss sagen. Genau. Ciao. Und kommt alle gut. Schöne Weihnachten. Genau. Ciao, ciao, ciao. Und bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.